So, hallo, willkommen zurück. Und weiter geht's mit unserer Höhlenerkundungstour, hoffe ich zumindest. Ich habe letztes Mal gemerkt, dass die Musik ein bisschen laut war. Ja, ich habe es noch ein bisschen leiser gemacht, ich hoffe, das passt jetzt. So, wir sind gerade dabei, unser Fleisch zu machen. Ich hoffe, ich habe umgeschaltet. Ich schaue gleich nochmal. Habe ich umgeschaltet? Nein, habe ich nicht. Jetzt seht ihr, wir sind gerade am Fleisch machen. Ja, Wolf, du bleibst jetzt wieder sitzen. Mehr Fleisch. Also ich würde euch raten, zwei Fleisch reichen eigentlich. Deswegen lege ich den Rest jetzt mal in die Truhe, weil mehr brauchen wir eigentlich nicht. Worauf ich mich zu gefreut habe, dass wir Spinnen hatten letztes Mal, als ich dann da rausgestürmt bin und dann direkt vollgebombt wurde, war, weil mit Spinnen kann man sich einen Bogen bauen und man kann sich auch Pfeile bauen. Ich zeige euch gleich noch, wie in die Pfeile gehen, wenn ich das letzte Stück hier gebraten habe. So. Ein Bogen ist ganz einfach. Die drei wie den Bogen und da haben wir unsere Strings von den Spinnen. Die haben die fallen lassen, braucht man drei Stück. Strings geben dann den Bogen, also das ist quasi die Sehne. So, die Anordnung habe ich dann immer so, wie ich sie jetzt hier habe. Einfach der Reihe nach. Und jetzt wollen wir natürlich noch ein paar Pfeile haben, weil mit vier Pfeilen kommen wir nicht weit. Wir brauchen allein für einen Creeper fünf Pfeile. Also. Deswegen brauchen wir Flints. Flints bekommt ihr, wenn ihr Gravel abbaut. Dann wird es immer zufällig zu Flints. Und Sticks und Federn natürlich hinten dran. Und dann kann man daraus die vier Pfeile machen. Wir haben also jetzt genug für 12 Pfeile. Naja, das ist nicht viel, aber es ist immerhin mal ein Anfang. Gut, so viel Fleisch brauchen wir nicht. Wir haben unsere Fackeln, den Eimer nehmen wir aber mit. Gunpowder brauchen wir nicht, das brauchen wir auch nicht. Wir werden auch keinen. Wobei, doch, ich zeige euch noch was Cooles. Ja. Den Zapling schmeißen wir dann gleich raus, oder? Nehmen wir dahin. Dreck, Dreck, zu viel. So. Wir haben nicht geschlafen, nicht, also es dürfte auch nichts hier sein. Wann wird's denn dunkel? Wie spät ist es? Ah, okay, es wird Nachmittag. Ja, wenn wir gut zu Abend in die Höhle reingehen, dann haben wir nachts auch kein Problem. Weil nachts in der Höhle ist egal, ob Tag oder Nacht. Was wollte ich jetzt noch? Kühe wollte ich. Und Toto, komm her, auch wenn du schwimmst. Oh, habe ich jetzt sein Dings bekommen? So, auch du Kuh. So, wir haben 8. 8, 8. Ah, da oben ist noch eine Kuh. Mit 9 Stück, nein, mit 8 Stück kann man sich sogar einen Brustpanzer bauen. Das ist cool. Das wird gleich, werdet ihr gleich sehen, wie das funktioniert. Ihr könnt es euch wahrscheinlich eh schon denken. Beziehungsweise, wenn ihr mal die ganzen Rezepte nachschauen wollt, dann sucht einfach auf Google oder wo auch immer. Ah, die Kuh direkt vor meinem Haus. Sucht auf Google einfach nach Minecraft, Crafting-Liste oder Tabelle dann. Gibt es auch ein Minecraft-Wiki, da kann man ganz gut nachlesen, was es alles an Sachen gibt. Oder wenn ihr sagt, ich wollte es selber ausprobieren, dann experimentiert selber. Es ist meistens so gezeichnet, wie man auch jetzt gerade in dem Brustpanzer gesehen hat. Ich mache ein bisschen schneller, damit wir hier auch halt durchkommen. So, zum Überlegen habe ich alles dabei. Die brauchen wir. Doch, ich wollte ja noch draußen nochmal das Getreide mitnehmen, damit ich euch noch was Cooles zeigen kann. Ein netter Trick. Gerade für in der Höhle sehr, sehr. So, wachse schön, du mein tolles Getreide. Ja, oh, jetzt bin ich hier rein. Ja. Alles meins, alles. Oh, gegen den Strom schwimmen, gegen den Strom schwimmen. Ja! Bin ich nicht raus? Was? Bin ich ja drauf gelatscht, aber es hält noch gut. Kurz neu pflanzen. So. Zumachen, mit keinen blöden Viecher reinkommen. Dann zeige ich euch noch was. Und zwar, vielleicht habt ihr schon gemerkt, ich kann mein ganzes Fleisch hier nicht aufeinander legen. Was ziemlich ätzend ist. Weil, das macht einfach mein ganzes Inventar voll. Aber, wenn ich, was zu essen möchte unter der Erde und möchte viel dabei haben, dann nehme ich einfach Getreide. Ihr habt es gerade gesehen, ich habe es gemacht. Drei Getreide nach unten hinlegen, gibt ein Brot. Ich nehme das jetzt nicht raus, weil das würde dann mehr Platz in meinem Inventar verschwenden. Aber wenn ihr einfach unter der Erde seid und ihr habt
kein nichts mehr zu essen dabei, außer euer Getreide. Jetzt wird's dunkel, dann laufen wir noch schnell in die Höhle rein. Ah, wir nehmen den Wolf mit, komm. Wolf, komm, komm. Auch wenn ich die Tür vor der Nase zuhaue, darfst du gerne mit. Wo war ich stehen geblieben? Genau, mit dem Getreide. Wenn ihr auch mal kein Leben mehr habt und unter der Erde gibt es keine Schweine und unter der Erde gibt es vielleicht Pilze, aber dann müsst ihr das euch erst anderweitig machen. Und dann schafft ihr das vielleicht nicht mehr. Dann habt ihr hoffentlich immer eine Workbench dabei. Und wenn ihr ein Getreide dabei habt, dann könnt ihr mit 64 Getreide, so viel könnt ihr auf einmal auf einen Haufen legen, mit so viel Getreide könnt ihr euch Unmengen Brot machen. 20 Brot oder was. Und ein Brot heißt, glaube ich, 3 Herzchen. So, ich mache hier oben noch ein bisschen hell, damit, wenn wir rauskommen, dann auch sehen, was uns tötet. Wenn wir. So, ui, das ist ja echt ein Riesenteil. Hier hätten wir schon mal Kohle. So, jetzt müssten wir hier schon mal runter, brauchen wir aber noch keine Leiter, würde ich sagen. Sie hielt hier nichts. Das ist, naja. Okay. Ich höre zumindest noch nicht irgendwelche Rumgestöhne. Zombies. Wolf ist todesmutig und springt da schon mal runter. Na komm. Wie, wenn die jetzt hier aufhört? Ja, was ist das denn? Oh, ja, das war jetzt aber ein Ehrenreinfall. Ich dachte, boah, hier eine Riesenhöhle. Ja, und jetzt hört die hier auf. Was? Das war ein Reinfall. Gut, aber das weiß man natürlich nicht. Wir nehmen natürlich trotzdem alles mit, was wir hier finden. Sagt mir auch, falls euch das zu langweilig ist, wenn ich hier irgendwas absammle, dann würde ich das in der Offline-Zeit machen. Ich habe bis jetzt ja alles, jede Sekunde hier direkt hochgestellt. Falls euch das zu viel ist oder zu nervig ist, dann sagt Bescheid, dann werde ich das nicht mehr tun. Dann laufe ich dran vorbei und wie jemand sagt, du hast da Kohle vergessen. Oh, nimm die Kohle mit. Du hast da Eisen vergessen. Ja, wohl Eisen werde ich eigentlich direkt abbauen, das gibt es nicht so oft. Aber Kohle, ich kann schon verstehen, das ist ein Teil schon echt langwierig, langweilig. Jetzt müssen wir nochmal aufpassen, weil wir sind ja wieder hier in einem Krater und um uns rum ist ja gerade Happy Creep Spawning. Und jetzt kann uns auch wieder die Scheiße auf den Kopf fallen. Da ist der Mond, den haben wir so noch nicht gesehen. So, ja, was machen wir? Gehen wir jetzt zurück oder gehen wir nicht zurück? Bleiben wir in der Höhle oder was? Ah, da ist noch Kohle. Was sollen wir denn sonst machen? Das war voll die Reinfallhöhle. Ich dachte, so eine große Höhle, die muss auf jeden Fall groß sein. Ist nichts hier, was mich sehr besonders mag? Ein Schaf? Ja, das Schaf kann mir nichts. Langweilst du dich, Wolf? Ja. Ja. Ja, wir müssen hier ganz wertvolle Kohle holen. Wolfi. So. Nun ja. Ich würde sagen, wir wagen uns dann einfach mal raus. Schafe, ihr macht mich. Es ist ja mal echt dunkel, das ist ein Zombie. Noch mehr Schafe. Chicken, auch okay. Hier ist ein Haufen Gras. Ich sehe nicht viel, ich sehe echt nicht viel. Da ist ein Creeper. Das sind zwei Zombies. Creeper habe ich noch nicht gesehen. Zombie können wir killen. Komm, verstirb. Ja, friss ihn. Nein, mein Zombie. Oh, er hat meinen Wolf getötet. Noch ein Zombie, noch ein Zombie. Ja, du darfst auch noch sterben. Oh, ein Badecreeper. So, haben wir es dann? Ist noch jemand abgeschlachtet werden? Ich sehe nichts, aber naja. Schweine. Schweine sind gut, Schweine sind gut. Das dachte ich mir doch. Wo kommst du her? Unmöglich. Hässlichen Scheißviecher. Nun ja. In der Nacht werde ich jetzt hier nichts weiter bauen. Ich sehe gar nichts. Ich weiß nicht, es ist echt zu dunkel. Ah, da liegt ein Ei. Oh, ein Ei. Das Hühnchen hat ein Ei gelegt. Ich habe Angst, dass gleich wieder Bumm macht. Und das Ei. Ich habe das Ei. Gut.
Ich verziehe mich jetzt hier rein. Hier reicht das nachts. Oh, müssen wir uns eine neue Höhle suchen. Zis, 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 zis. Also so vielen Creeper bin ich am Anfang noch nie auf den Leim gegangen. Gut, wir machen unsere Höhle wieder, unsere Höhle, ja. Unser Inventar machen wir ein bisschen frei. Kohle brauchen wir nicht so viele. Ein bisschen kann man mitnehmen, dann kann man sich neue Fackeln bauen unterwegs, falls einem die mal ausgehen sollten. Wir haben keinen Flint gefunden, deswegen können wir uns auch nicht mit Pfeile machen. Gut, ganz vorsichtig hier raus. Diesmal, keine Lust auf rum. Müssen wir auch noch was machen, ist das hier oben. Ah, ein Creeper, hi. Oh, das sind ganz viele Creeper. Die, Tarek. Die machen wir jetzt alle platt. Creeper fangen ist übrigens gefährlich. Ja, Creeper, ja, hi. Oh, ich will nicht im Wasser sein, wenn ein Creeper im Wasser mit mir ist. Na komm. Put, put, put. Was war das? Fünf Gunpowder, ja, das ist schon mal sehr gut. Dann können wir uns sogar schon Dynamit bauen. Dynamit ist gut. Wir wollen aber erstmal, will ich eine neue Höhle haben. Ich will mal was erkunden und es euch zeigen können. Das fand ich jetzt ziemlich doof, dass die Höhle so ein Reinfall war. Vielleicht, wie schaut es hier aus? Ui. Ja, das ist auch so ein Reinfall. Ach ja, keine gescheiten Höhlen hier, gibt's ja nicht. Doch gern nur eine Höhle. Nur eine Höhle. Eine lange Höhle. Bitte. Ich brauche keine Schweine. So, ich nehme mal noch ein bisschen Land mit. Ich zeige euch mal, wie man. Ja, Schneebälle brauche ich aber eigentlich nicht für dich. Wobei. Ist ja ganz lustig, man kann sie werfen. Ja, fies. Ich geh ja mal in dieses. Oh, das ganze Wasser ist gefroren. Schön. Ah, hier war ein Zombie. Gut, dann schauen wir mal, was ist denn hier noch alles. Das sieht ja schön aus. Aha, aha, was sehe ich denn da? Das ist doch eine Höhle. Ha? Und schon höre ich wieder einen blöden Zombie rumgrunzen. Ja, was ist denn das? Den Durchgang will ich nicht haben. Sehe ich ja nur. Ja. Ja. Ja, ich hole mir mal die Kohle hier. Ich hoffe, dass sich in der Zeit nichts anderes holt. Ist doch nichts anderes, oder? Oder mich hier etwas auffressen. Oh, vor lauter Angst schaue ich ihn zu weit hoch und mache den falschen Block weg. Ach ja, Kohle, schon wieder so viel. Tja, dann werden wir die Kohle hier, werden wir dann direkt jetzt im nächsten Video, werden wir die erkunden. Und die wird dann hoffentlich länger sein als diese riesengroße, riesengroße Höhle, die nicht riesengroß war, sondern nur so getan hat. Kohle haben wir. Ah, das wird mir. Wenn wir hier wieder rausrennen müssen, weil da irgendein blödes Creeper-Viechlein kommt, dann muss das hier dicht sein. Sonst fahren wir da rein. Und dann sitzen wir unten und dann kommt der Creeper auf uns drauf und macht. Oh, ja, genau. Das war der Timer. So, ich werde hier stoppen und da das nächste Mal wieder starten.